Herzlich willkommen zum Heilberg Talk. Ich bin euer Host Luca. Heute habe ich mir Harry dazu geholt. Wir wollen heute ein bisschen über Gore Winterbekleidung quatschen. Hi. Genau, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du hast ja eine große Auswahl an Gore Bekleidung getestet. Zum einen liegt hier schon mal die Gore Weird Torrent Jacke. Genau, so schaut das gute Stück aus. In Fireball, eine sehr gelungene Farbe, sehr schön rot. Dann dort drüben hängt der zweite Gegenstand, den du dir zum Testen mitnehmen durftest. Das ist einmal das C5 Thermo Langarm Trikot. Genau, des Weiteren hattest du ja außerdem noch die C5 Thermo Trägerhose. Können wir auch gerne nochmal zeigen. So schaut das gute Stück aus. Genau. Und dann noch in Signalgelb die Shield Thermo Überschuhe. Genau, kommen wir doch als allererstes mal auf die Torrent Jacke zurück. Ja. Genau, zeigt mal das gute Stück. Was würdest du sagen? Was hat dir besonders gut gefallen? Was für welchen Einsatzzweck? Erzähl uns mal was von deinem Test. Die Jacke gilt als Regenjacke. Komplett wasserdicht. Sau leicht. Also wenn du mal hochheben magst. Das ist halt wirklich Fliegengewicht, würde ich fast schon sagen. 200 Gramm bringt sie auf die Waage, wenn du es schon so hoch hinhältst. Besonders schön ist immer beim Regen auch eine Tasche zu haben, die geschützt ist. Das heißt, in der es nicht hinten reinspritzt, sondern in der ich irgendwas reinlegen kann, das absolut wasserdicht bleibt. Hier ist der Reißverschluss an der Seite. Und da kommen wir an die Tasche ran. Fantastisch. Ja, insgesamt erweist sich die Jacke als absolut funktional. Sie war auch im stärksten Regen nach einer Stunde Fahrt komplett dicht. Also das graue Trikot war dann tatsächlich tropfenfrei. Fantastisch. Da sieht man natürlich auch jeden Tropfen bei der Farbe. Sehr, sehr cool, ja. Ist ja gerade auch vielleicht dann für den Commuting-Bereich eine interessante Geschichte für Leute, die sportlich auf dem Weg zur Arbeit vielleicht schon das erste Training absolvieren wollen und trotzdem Bekleidung dabei haben wollen. Eben. Der Schnitt gibt es her, ne? Die sitzt schön eng. Also ich bin mit 1,87 Meter und 80 Kilo, 79 Kilo bei M gelandet, wenn ich es schnell mache. Also das sitzt press. Das ist auch an den Ärmeln lang genug, also die Reserve ist lang genug für größere Menschen auch eine Nummer kleiner kaufen zu können. Und was dann besonders ist, dass es vorne sich nicht wellt. Ja, das ist immer der Maßstab dann für die Länge, um dann auch zu sagen, okay, das kann ich wirklich beim Rennradfahren ernsthaft bewegen und beim Commuting, wie du es ansprichst, dann doppelt benutzen, was den Einsatzzweck dann wirklich erweitert. Wo ich nicht zwei Jacken haben muss. Genau, wie du bereits erwähnt hast, ist das jetzt ja in dem Falle dann sozusagen eine reine Regenschutzschicht. Winddicht ist ja auch, soweit ich weiß. Winddicht ist sie. Ja, hat verschweißte Nähte, ne? Lässt sich hier auch ganz gut abbilden. Man sieht, es einen leichten Grauunterschied. Die sind verklebt und tatsächlich auch so einen ganz schmeichelnden Kragen oben, der sich am Hals total angenehm und weich anfühlt. Insgesamt ist das Material auch sehr weich. Als Hardshell klassische ist sie weicher und bietet eben auch so dann die Möglichkeit, es auf ein erträgliches Packmaß für die Trikottasche zusammenzufalten. Ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Dann können wir uns da das auch nochmal anschauen. Je nachdem, welche Taschenform wir brauchen. Ich brauche es immer ein bisschen länglich und dann rolle ich sie ein und dann habe ich quasi etwas mehr als eine Handvoll eingedreht. Aber geht eigentlich in jedes Trikot noch rein, so auf jeden Fall. Ja, also schaut zwar raus, aber wenn ich mir jetzt mehr Mühe beim Falten geben würde, dann würde es auch nicht mehr passieren. Nur ist ja gar nicht nötig. Ne? Manchmal fahre ich mit einer Lenkertasche, da passt sie ganz gut in die Lenkertasche rein. Oder jetzt auch im Winter in Kombination mit dem Thermotrikot ist der Temperaturbereich schon bis 0 Grad gut fahrbar. Ja. Dann ab 0 Grad brauchen wir ja dann ganz schnell noch eine Weste oben drüber, dass wir ein bisschen mehr Isolierung noch haben. Aber ansonsten geht es von 0 bis 12 Grad, würde ich sagen. Ja, geht sogar wärmer als rein Regenjacke übers Trikot. Dann kann man auch mit 15 oder 18 Grad mal unterwegs sein.
wenn es nicht unangenehm ist, dafür ist sie ja auch dicht genug. Und ansonsten gefällt sie mir gut. Fantastisch. Was sagst du so vom Logo? Schon dezent, oder? Ja, es hat ganz einfach einen sehr racing, sehr schlichten Look. Klar, Gore-Logo ist geschickt platziert, schaut schick aus, ja, auf dem Reißverschluss, drängt sich aber auch nicht auf. Kleine Akzente hier am Ärmel nochmal angebracht. Also, ja, die sind, glaube ich, auch reflektierend, also so verkehrssichere, wie sagt man zu, verkehrssichere Applikationen. Mhm. Aus Gore-Logo hinten, wie man sieht, glaube ich, ist nochmal reflektierend, ja, wenn ich das sehe. Ja, auf jeden Fall hübsche Jacke. Du hast aber was drunter gehabt, weil so ist ja dann doch recht kalt, ne? Das hängt schon da drüben. Das ist das gute C5 Thermotrikot in Langarm. So schaut das Ganze aus. Genau, erzähl mal, wie hat sich das Ganze geschlagen? Atmungsaktivität? Ja, Atmungsaktivität, da sagst du was. ist eine schwierige Thematik, besonders in der Kombination. Also das Trikot an sich lässt ja alles durch. Es ist nicht winddicht und es ist auch nicht wasserabweisend oder wasserdicht. Es ist wirklich ein Thermotrikot mit ganz schmeichelndem weißem Vlies in weichem, nicht weißem. Und in den Bereichen, in denen der Dampf dann eben raus kann, exakt hier seitlich oder auch an den Ärmeln innen, ist gegenüberliegend dann immer die wärmende Schicht gelegt. Ja, also gerade die Armoberflächen sind wärmend, hier hinten der Rückenbereich ist wärmend, der Brustbereich verstärkt wärmend und die Taschen so eingenäht und auch, ja, ich würde mal sagen, positioniert und befestigt, dass sie, wenn sie gut gefüllt sind, was nun mal im Winter auch vorkommen muss, ne, Regenjacke, Tasche mit Ersatzteilen plus Schlüssel und Handy, dass sie nicht irgendwie durchhängt. Ja, das ist wirklich so, dass sie gerade so aufbauen, aufpolstern und dann ihre Form behält. Und auch hier in dem Fall, die Größe passt exakt zur Jacke. Also auch hier habe ich das M gewählt. Vorne sitzt es dann wunderbar unterm Bauchnabel, auf der Hose auf. Es wälzt sich nicht vorne weg. Und der Kragen ist ein Stück höher jetzt als bei den standardisierten Sommertrikots. Ne? Ist ein Stück höher, dass man da auch Wärme hat. Also ich brauchte bis wirklich gestern bei unter 0 Grad kein Schal. Cool, cool, ja. Ist natürlich dann auch eine praktische Sache. Ich persönlich finde es immer fürchterlich nervig, wenn man hier das Buffing hat und mit der Helmstaube und allem, wenn man dann natürlich bis in die niedrigen Temperaturen noch halsfrei fahren kann, ja, ist ja das eine angenehme Sache. Was ich auch gerade sehe, auch hier eine super Reißverschlusstasche für Wertgegenstände, dass man nichts verliert auf der Fahrt. Genau. Ist auch wirklich so in gestaltet, dass da ein Schlüssel nicht gleich durchsticht. Ja, es ist wirklich stabil und haltbar gebaut. Sehr cool. Genau, du sprachst gerade von abschließend auf der Hose. Kommen wir doch mal zur C5 Thermoträgerhose, die du hattest mit dem Advanced Sitzpolster. Genau. Erzähl einfach mal, wie war es gewesen? Ich habe gehört, am Anfang hattest du noch die eine oder andere Sache, wo du gesagt hast, aber ich habe gehört, es hat sich gelegt. Ja, ich erinnere mich daran. Schau dir die schlimmen Sachen gleich aus der Welt. die Hose ist tatsächlich so ein, also für mich immer ein schwieriges Unterfangen gewesen. Erstmal Polster. Oh, an welches Polster habe ich mich die Saison gewöhnt? Wechsle ich nächste Saison? Will ich die Sachen wieder tragen? Und da gibt es ja nicht viele Marken, die gute Polster herstellen. Dann kam die nächste Sache, die Träger. Die Träger sitzen meistens auf der Haut, im Winter weniger. Da hat man ja immer quasi ein Unterhemd an, das ein bisschen dicker ist. Aber Nähte, Reißverschlüsse, also so summieren sich diese Fragen. Ich fange jetzt mal hier oben an den Trägern. Hier in dem Fall sind die Träger komplett nahtlos. Schön mit dem Logo. Und auch mit dem punktierten Design jetzt vom Trikot hier übertragen. Das war dort auf dem Ärmel und hier ist es jetzt tatsächlich vorne und auf den Trägern fortgesetzt. Mhm. Ja, also die merkst du selbst auf der nackten Haut kaum. Auf dem Unterhemd drauf sind sie quasi unauffällig. Hier vorne direkt auch sehr, sehr gut vernäht in einer
mit einem etwas höher angesetzten Bund, ja, dass auch die Nieren ausreichend gewärmt sind. Mhm. Und dann kommen wir ja auch zur Spezialität dieser Hose, das ist diese Gore-Cup-Technologie. Da ist dann quasi in dem frontalen Bereich ein Windschutz eingebaut. Um den genauer zu erklären, habe ich hier quasi mehr Volumen von innen, dann kompressiert das Außenmaterial nicht allein, sondern das Untermaterial ist etwas größer gestaltet und so habe ich dann keinen Druck drauf. Dieses Material kann den Wind abhalten, die Kälte so etwas zur Seite leiten und durch diese Vlies, ich weiß nicht, ob es ein Vlies ist, aber durch diese wärmere Gestaltung hier friert man auch nicht so schnell im Schritt. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein sehr sensibles Thema. Ich habe persönlich auch schon öfter erlebt, dass es dann im Winter eben recht frisch wird auf Dauer, weil der Wind ja auch direkt in die Richtung zieht. Von daher durchaus eine sinnige Konzeption, das Ganze. Genau, Sitzpolster hast du da. Das heißt erzählt. Advanced, ja. Ich glaube, das ist die höchste Technologie von Gore, die sie verarbeiten an sich. Komplett unauffällig. Ich meine, wir fahren im Winter alle keine 10 Stunden mit der Hose. Also insofern, 3 Stunden habe ich es geschafft bei Minustemperaturen und da war es unauffällig, war nicht unangenehm. Es war eher progressiv. Das heißt, je länger ich drauf saß, desto besser fühlt es sich an. Mhm. Ja, es war dann nicht störend. Es gibt ja so manche Sitzpolster, die werden dann immer dicker gefühlt. Das war hier gänzlich unauffällig. Und auch trocken. Also es blieb angenehm. Ja, von unten sieht es dann so aus. Hier ist eine Naht so schräg nochmal genäht, weil hier ein anderes Material verarbeitet wurde. Die Hose ist im Sitzbereich Spritzwasser beschichtet. Da ist diese DWR-Beschichtung eben in den Faden eingearbeitet, dass das Wasser abgewiesen werden kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorher erwähnt hast. Das war nämlich die Nähte. Ja, die Hose ist anatomisch schon vorgeformt, das heißt, das Bein in der Beuge und hat genau in der Kniekehle eine Naht. Und da habe ich gleich mal gemeckert über die Naht in der Kniekehle, die natürlich sich total unangenehm anfühlte, das allerdings nur, solange die Hose ungewaschen war. Da darf man sich beim Anprobieren nicht abschrecken lassen, sobald sie einmal in der Wäsche war, ist das weg. Ja, das ist dann nicht mehr wirklich störend, es ist noch präsent, ja, ist auch quasi so, kannst du auch mal drüber greifen, ne? Man merkt so ganz leicht, ja, aber es ist im Prinzip weich und bis es eben gewaschen wurde, ist es so noch ein bisschen rau, das ist das, was dann stört, aber tatsächlich darf man sich davon nicht abschrecken lassen. Und was mir an der Hose am meisten zusagt, war die Freiheit von Reißverschlüssen. Also sie ist wirklich so gestaltet, dass sie weit genug ist, um mit dem Fuß locker reinzukommen. Aber sie ist ohne Reißverschluss eben gebaut und benutzbar und ist auch im Alltag total zuverlässig. Und von daher ist es wirklich, wirklich, wirklich eine gute Hose. Die Funktionalität jetzt von der Wärme, vom Wärmegrad, steigerst du natürlich mit deinem Druck auf dem Pedal. Ja, kannst du mal ein bisschen steuern, wird jetzt so kalt, kannst du ein bisschen mehr Leistung abgeben, dann funktioniert die Isolierung noch ein bisschen besser. Je nach Temperaturbereich, also ich würde sagen, die kannst du auch mit 0 Grad fahren bis, naja, wenn es regnet, ist bei 15 Grad auch schon kalt. Ja, ja, sicherlich. Mit ja dünnen Socken dann geht das, aber es ist ein ziemlich breiter Bereich, den sie eben abdeckt. Ja, also es geht sogar unter 0. Da kommt es dann auch drauf an, was ziehe ich mir noch für ein Unterhemd bis unten hin und wie hoch können die Socken gehen. Die gehen ja teilweise dann bis zum Knie, um eben dort aufzudicken. An den Oberschenkeln ist man relativ unempfindlich. Und wie gesagt, die Spritzwasserbeschichtung ist in den Bereichen der Innenseite der Oberschenkel und hinten am Gesäß und vorne im Schritt diese Windcup-Technologie. Ja, dort ist man relativ gut geschützt vor Nässe. Atmungsaktiv ist sie auch. Also es ist hinten, gibt sie mehr Dampf ab als vorne. Das liegt eben an diesem Windstopper. Mhm, ja, sicherlich. Ja, der ist vorne eingebaut, dass eben der Wind eben auch abgehalten wird und hinten kann dann mehr von der Wärme entweichen. Mhm. Ja, ja, sehr tolle Hose insgesamt.
tolles Produkt. Sehr fein. Jetzt bist du quasi komplett warm eingepackt. Das Einzige, was jetzt noch frieren müsste, wären die Füße. Wären da nicht die Wearshield Thermo-Überschuhe gewesen, die du ja auch noch dabei hattest? Ja. Also bisher, muss ich gestehen, hatte ich ganz wenig Gelegenheit, sie zu testen. Einmal im strömenden Regen, da waren es aber so 12 Grad. Und 12 Grad mit solchen Überschuhen ist eine anstrengende Nummer, weil, ich will es genau erklären, es ist ein Teddybär. Und du siehst auch selbst, es ist wirklich viel Material, ein dicker Fleece. Es ist vor allen Dingen super angenehm auf der Haut. Also es ist ein wirklich angenehmes Tragegefühl. Fast, also wir könnte man fast als Jacke tragen. Fast barfuß reingehen. Also ich glaube schon, das wäre ganz witzig vom Bild her. Aber ich bin ja ein Mensch, ich mag Winterschuhe nicht. Und ich sage auch ganz deutlich, warum nicht. Als Rennradfahrender mag ich immer so wenig Gewicht wie möglich mitschleppen. Ja? Und besonders an meinen Gliedmaßen. So eine Hose hat 300 Gramm, die Jacke hatte 200 Gramm, ich glaube das Trikot liegt bei 180. Die Dinger wiegen gefühlt nichts. Die Winterschuhe haben immer irgendwie ein Kilo. Ja, ja. Ja, gezwungenermaßen, konstruktionsbedingt, andere Cleats. Vielleicht fährst du da eher mit Mountainbike-Cleats, weil du mit denen dich besser durch den Schnee auch bewegen kannst, hast eine bessere Sohle. Also wir sind pro Schuh bei 500, 600 Gramm. Und das ist mir zu viel. Und dann ist der Einsatzbereich recht beschränkt. Ich kann diese Winterschuhe quasi selbst mit dünnen Socken nur unter 4 Grad fahren. Und da habe ich dann für dieses Jahr beschlossen, mir eben keine Winterschuhe zu kaufen, sondern meine Sommerrennradschuhe zu benutzen. Das ist ein dünner, fester Schuh mit einer ultrasteifen Sohle und habe einen dickeren Socken benutzt. So dick, dass mir der Schuh gerade noch passt. Also ich habe ja auch geschnürte Schuhe, so kann ich dann auch ganz gut die Druckverteilung eben steuern und kann sagen, naja, nehme ich einen dickeren Merino-Socken, jetzt normale Länge, nicht irgendwie bis zum Knie, und den kombiniere ich mit dem Sommerschuh und darüber kommt dieser. Und der hat sage und schreibe bis minus 4 Grad in dieser Kombination funktioniert. Also gestern bin ich 2,5 Stunden von minus 4 bis 0 Grad gefahren. Und 2,5 Stunden in dem Temperaturbereich, ja, kostet viel Kraft. Klar, die Fußspitzen sind dann ein bisschen kalt, auch die Hände waren ein bisschen kalt. Auch den haben wir zwar im Test nicht dabei, aber mein Winterhandschuh ist ein Gore-Handschuh. Und der ist sogar auch wasserdicht und ich habe genügend Spiel drin, dass er auch warm genug piept, um meine Finger zu bewegen. Und hier in dem Fall muss ich sagen, der Überschuh trägt zwar ein bisschen auf, aber nicht allzu sehr. Da gibt es dickere. Er ist nicht ganz wasserdicht, es ist die Infinium-Technologie. Infinium ist das Material, das stretchy ist, wie alle anderen Materialien auch. Ich hoffe, ich habe es erwähnt, die Hose sowieso, aber auch das Trikot und die Jacke. Unheimlich stretchy. Sie ist wasserabweisend. Diese wasserabweisende Funktion wird etwas beschränkt dadurch, dass es eben mehr Atmungsaktivität gibt. Also das heißt, ich hatte hier null Schweiß am Fuß. Der Merino-Socken hat hundertprozentig funktioniert, der Schuh hat es nach außen getragen und dann kam eben dieser Überschuh zu tragen. Die sind, wenn sie nicht so atmungsaktiv sind wie diese, ist der Fuß klatschnass. Ja, also ja, ich habe schon einige probiert, ich will sie nicht erwähnen, die ich probiert habe, aber die funktionieren toll. Und ich muss sagen, bei 12 Grad im Regen oder 14, ich weiß gar nicht mehr, doch 12 waren es damals, 10, 12 Grad in dieser Stunde richtig Regenfahrt, waren sie nicht dicht, sie waren nass, aber sie waren nicht komplett aufgeweicht. Also ich sag mal so, für den Heimweg in einem starken Regen reinzukommen, reicht es. Eine reine Regenfahrt von Anfang bis zum Ende würde ich sie jetzt nicht benutzen. Da gibt es dann andere Modelle, die komplett wasserdicht sind. Aber so als Thermo-Überschuh mit eben dieser abweisenden Funktion, besonders wenn auch von unten etwas Wasser hochkommt, einwandfrei. Schön. Ja, hier gerade auch unten der Bereich der Cleats ist ultrastabil genäht, mit einem flexiblen Material eingenäht. Und es ist genügend Platz, selbst für Mountainbike-Schuhe Platz. Ja, die ja dann seitlich noch so mehr Stollen haben, da habe ich sie rüberbekommen. Rennradschuhe passen sowieso.
Sie haben jetzt in dem Bereich der Ferse ein paar kleinere schwarze Macken abgekriegt. Ich glaube, das ist relativ normal bei dem Straßendreck oder ja, vielleicht auch bei dem Öl. Aber das ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend. Der Vorderbereich ist gänzlich ohne Beschädigung ausgekommen. Also ich habe sie bestimmt 10-mal angehabt. Dafür sehen sie super aus. Fantastisch. Eine Sache müssen wir natürlich noch ansprechen. Du hast vor dem Dreh ultra begeistert davon erzählt, wie die Optik des Sets aufbereitet ist. Stichwort Litfaßsäule. Genau. Ja, also da gibt es ja etliche viele Designs aktuell, die mich tatsächlich an die Werbehochburg da der 80er, 90er Jahre erinnert. Und ich finde es jetzt wirklich gelungen, dass da einfarbige oder sagen wir mal ein- bis zweifarbige Produkte entstanden sind, die ganz schlicht im Design und klar, eine klare Formensprache auch haben. Also es ist ersichtlich, das ist ein Race Cut. Ich kann ihn etwas lockerer tragen, ja, dann bin ich eine Nummer größer. Die Racer haben immer so den Anspruch, es passt, wenn es gerade noch so erträglich geschlossen werden kann. Also wenn ich das so vormache, die Shake-Dry-Jacke, die geht ja, da kann ich gar nicht gerade sitzen, wenn sie zu ist. Ne? Da muss ich dann so... Genau, das ist dann quasi... Und auf dem Rennrad ist es dann mit vorgestreckten Armen total angenehm, weil eben der Brustbereich ja quasi einfällt und so ist dann auch dieses Set gestaltet. Also schlicht, wirklich elegant. Also ich fahre ja Rennräder, die auch ähnlich... von ihrem Design sind, nicht zu bunt, sondern eher einfarbig und auch schön. Schlicht. Schlicht, ja, also elegant ist ein gutes Wort, wenn man das in dem Bereich sportliche Eleganz, eine moderne, beschreiben kann, finde ich treffend, ja. Ja. Ja, fantastisch. Also das ist natürlich immer witzig, dann bei Eleganz von Gelb zu sprechen. Na ja, gut. Das ist da müssen wir diese Visibility noch mal kurz erläutern. Ja, das ist tatsächlich, ich hatte die Schuhe an und meine Freunde haben mich verloren, weil ich zu langsam war, als sie durch den Wald fuhren. Ist ja immer so ein Ding, ne? Da kommt dann, der Luftdruck ist zu hart und die fahren dann ganz schnell den Laub hoch und ich mit meinen dicken Reifen, die auch noch zu hart sind und zu fest sind, weil ich ja zu 90% aus dem Asphalt fahre, die haben dann gar nicht gemerkt, dass ich weg war, drehten sich irgendwie einen Kilometer später um und haben nur diese gelben Füße sich drehen sehen. Und das ist tatsächlich relevant im Straßenverkehr auch. Siehst du rotierende Teile am Rad, und das sind nun mal die Füße, sehr, sehr direkt als allererstes. Also wenn wir irgendwo eine Signalwirkung erreichen, besonders in diesem Dämmbereich, also sprich in Uhrzeiten zum Pendeln morgens um 9, jetzt wird es ja schon früher dunkel und auch hell, abends schon um 4, 5 Uhr, dann fällt das auf und das erfüllt dann wirklich auch seinen Zweck, ob die jetzt gelb sind oder neon-orange haben. Wie heißt diese Farbe nochmal? Fire. Genau. Total schön. Also wäre übertrieben, aber sie funktionieren wirklich. Und die haben mich dann gesehen, wie weit ich noch weg war und haben dann gewartet. Ja, nur weil sie diese gelben Dinger gesehen haben. Und das war auch das Erste, was ihnen eben entsprechend auffiel. Ja. Also von daher, tolle Sache. Harry, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß noch mit den Klamotten. Ja, werde ich auch. Danke. Ich habe gehört, du willst im Winter durchtrainieren. Du gehst ja nicht auf die Rolle, ja, von daher. Wenig. Ich habe es hoch und heilig versprochen. Also nicht versprochen, eigentlich gewettet. Aber in diesem Jahr gibt es nur wenige Rollenkilometer. Also ich versuche wirklich, das so auf 10 Stunden im Monat zu reduzieren auf der Rolle. Das wären 10 Einheiten und den Rest draußen zu verbringen. Danke. Wenn ihr allerdings noch mehr Infos rund ums Thema Fahrrad haben wollt, schaut gerne bei uns im Highbike-Blog vorbei. Den Link dorthin haben wir euch hier oben einmal eingeblendet. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage natürlich Hauptsache Fahrrad. Bis zum nächsten Mal.